Hallo Leute, willkommen zurück hier auf Reishi. Wir machen uns auf den Weg zu dem Gebiet, wo wir hin sollen. ich hatte überlegt, ob ich es rausschneide oder ob ich es drin lasse, aber ich glaube, ich lasse es drin mal so ein bisschen. Sieht man so ein bisschen was vom Planeten, ne? Ist ja nicht, muss man auch ein bisschen was zeigen hier. Das kennen wir ja schon. Hier ist die ganze Pirateninsel, hier Garita, Corsair, Pirat, den man alle töten kann. Hier steht einer mit seinem Affen rum. Ein Replikator. Replikator. Die sind ganz gefährlich. Da haben die schon bei Stargate schon Probleme gehabt. Und wenn hier auf bei Star Wars, ist doof. Dieses Fahrzeug sieht so ein bisschen seltsam aus. So ein bisschen wie so ein Knochen. Ich habe satt, dass ihr im Korsarengebiet herumschnüffelt. Was? Ihr seid erledigt. Ich habe doch alles gemacht. Ich fahre doch hier nur vorbei. Lasst mich doch alle in Ruhe hier. So, wir müssen weiter. Das sind alles Daily-Aufgaben. Die lasse ich alle aus. Ja, zunächst mal. Wir müssen weiterkommen. Denn die haben nicht mehr lange Zeit. 1,5 Monate. Und ich bin dann im Oktober auch nochmal eine Woche weg, sodass ich da auch nicht mehr spielen kann. Das heißt, ich muss dann... ich muss so ein bisschen Gas geben, deswegen habe ich das ja halt vorgezogen, das wisst ihr ja. Aber es sollte relativ gut gehen. Ich habe wieder gerendert, meine Festplatte ist vollgelaufen. Da habe ich so viel aufgenommen, da musste ich dann mal rendern. Konnte ich hier nicht spielen, auch wenn es mir am liebsten Spaß gemacht hat. Ging ganz gut so, dann konnte ich ein bisschen PvP spielen, da habe ich ja diese 10.000 Marken dann jetzt. Und das läuft so ganz gut, aber ich habe noch eine tolle Neuigkeit. In nicht allzu ferner Zukunft wird es wohl möglich sein, für mich zu streamen. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Weil ich eventuell eine 50.000er Leitung kriege. Allerdings nicht übers Festnetz, sondern übers Mobilfunktelefon. Über einen Telekom-Hybrid-Router. Danke. Ariami. Normalerweise schreibe ich immer Danek. Ne, wenn ich mich immer schreibe, dann verschreibe ich mich immer und dann sage ich, schreibe ich immer Danek. So, zack. 50.000er Leitung, ja, es läuft dann über Mobilfunknetz. Da muss ich natürlich erstmal testen, wie läuft das? Läuft das Ganze gut so? Kann ich das überhaupt noch machen? Das heißt, ich kann ja noch nichts versprechen, ob das überhaupt funktioniert. Weil ich halt noch nicht weiß, welche Qualität kann ich denn da liefern. Kann ich gute Qualität liefern oder sind das dann nur Pixel? Aber ich denke mal schon, bei 50.000 müsste das schon mal im Upload schon mal... Jetzt lasst mich vorbei. So ein bisschen was rumkommen. Niemals besser als ich. Zur Not gibt es dann halt mehr Videos oder sowas. Weil eine 50.000er Leitung, da kann ich dann schon mal ein bisschen was machen. Wie gesagt, muss ich dann gucken. Weil ich hier keine Kabel oben habe, muss mein PC leider zwangsläufig per WLAN angeschlossen werden. Jetzt habe ich nicht auf meine Uhr geguckt und nicht zurückgestoppt. Die Ergebnisse sind viel besser, als sie vielleicht aussehen. Ah, scheiße. Ich weiß es nicht. Dann habe ich, es ist noch nicht lange her, aber ich muss dann mal drauf achten. Irgendwie. Wobei, Minute 40 jetzt. Ich habe laufen lassen. Oh. Huch, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. So, wie gesagt, da muss ich alles erstmal testen, wisst ihr, ob das alles funktioniert, welche Qualität ich dann überhaupt euch geben kann oder ob ich überhaupt euch was geben kann. Oder ob das dann scheiße ist. Das werden wir aber sehen. Ist wie gesagt, dauert noch so ein bisschen, weil wegen Kündigungsfristen des alten Vertrags und so weiter. Dauert das noch ein bisschen. Aber ihn nicht ab. Also in absehbarer Zeit könnte es eventuell passieren, dass ihr mich auf Twitch seht, dann irgendwann. Ich sag dann aber Bescheid. Ich werde sowieso erstmal Tests machen, dann lade ich hier so ein paar von meiner Gilde mit dazu ein, dass die mal gucken. Und dann können wir auch mal PvP spielen. Und dann kann ich, wenn Mitsu mal wieder ausfällt, so wie letzten Freitag, kann ich dann mal kläglich einen Ersatz liefern. So. Vielleicht können wir dann auch mal andere Spiele spielen im Stream. Nicht nur Star Wars. Ich spiele im Moment ganz gerne andere Spiele nebenbei. Im Moment bin ich bei Bioshock
Infinite. Ziemlich cool. Ich würde sie auch let's playen, aber es guckt leider keiner. Oder wenn es einer da ist, dann sagt sie, spiel mal mehr SB-Tor. Danke. Du musst die Dinger mitnehmen. Dann nehme ich's mit. Lo. Jetzt schnell abhauen. Hihihi. Aber ich glaube, es sind zwei, ne? Auf jeder Seite einer. Kann das sein? Aber ich habe den gleichen Fehler gemacht beim ersten Mal. Ich habe sie einfach zerstört und bin weitergelaufen. Weil ich mir die Aufgabe nicht durchgelesen habe. Zu Kuigan. Hoffentlich werden das nur Kollateralschäden. Nein, danke, kein PvP jetzt. Ich habe heute schon genug PvP gespielt. Ich musste mich wieder beleidigen lassen oder allgemein alle Powertechs in dem BG. Hallo? Was ist denn da jetzt? Ich gebe euch Deckung. Ja, das will ich doch hoffen. Aber von wo kommt denn da jetzt noch einer? So, wenn ich das weggenommen habe, dann ist hinten. Ach, das kann ich jetzt leider nicht mehr gucken. So, wir sind im Kampf. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ich glaube, hier in der Nähe ist dieses komische Tentakel-Ding, ne? Ich meine, hier irgendwo in der Nähe ist dieses Datacron. Ja, das ist furchtbar schwer zu kriegen in die Datacrons. Das ist, ob ich die überhaupt jemals kriege, ist es fraglich. Vielleicht habe ich irgendwann... Ach du Scheiße. Vielleicht habe ich irgendwann mal Glück. Und das Ding ist zufällig offen. Ich muss ja nicht unbedingt die Erfolge für diese Viecher haben, die man umbringen muss vorher. Reicht mir, wenn ich die Datacons habe. Vielleicht erhält man eigentlich diese. Man bekommt ja von diesen Groffets, die man töten muss, bekommt man ja Datenblätter oder irgendwie sowas. Behält man die eigentlich? Werden die verbraucht beim Aktivieren? Das würde mich interessieren. Dann, wenn die denn noch einer von euch hat, dann wäre das ganz einfach mal wieder aufmachen und so weiter und dann kann ich wieder ran. Aber ich glaube nicht, dass es so läuft. Das wäre dann viel zu einfach. Wäre schon fast wie Cheaten dann für BioWare. Und so muss man keinen... Dann muss man nicht tagelang suchen. Ne? Also, wir müssen hier rein. Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt einbrechen, ne? Ich habe ein bisschen an meinem Interface gearbeitet. Wenn ihr rechts seht, da dieses blaue leuchtende Ding, habe ich hinzugefügt. Er heißt... Größe Gegenstandsinfo. Das ist hier, hier dran gepackt, dann könnt ihr hier sagen, dass ihr das abklemmen wollt, glaube ich. Hier genau, an der Minikarte verankern, das habe ich rausgenommen. Ist so ganz nett, dann hat man das mal ein bisschen am Blick. Nein, ich will da nicht lang. Oh scheiße, hier sind überall welche. Bin hier oben noch nie gewesen, um ehrlich zu sein. Hatte schon einen Lagerkoller. Sehr schön. Tot. Was? Versucht er mich echt damit zu verwirren? So, ich laufe da jetzt oben mal lang. Ich bin auch noch nie lang gelaufen, muss ich echt gestehen. Schade eigentlich, dass ich das verpasst habe. Hier oben sind Dinger. Ja, das ist gut zu wissen. Da oben sind auch Dinger. So ein Rishi-Haus, ne? Von Baum zu Baum wäre ja auch ganz cool. So. Alter, es geht mir auf den Sack, mich hier ständig zu stunnen. Was fragen mich denn hier alle nach PvP? Ich mache hier kein PvP. Nein. Kann ich das wiederholen? Nein, danke. Sack, muss ich nicht schreiben. Wenn ihr reintippt in der Textzeile und drückt bei die Pfeiltaste nach oben oder nach unten, hier nach oben glaube ich, ne, dann scrollt ihr einmal durch nach dem, was ihr als letztes geschrieben habt. Könnte auch Zeit sparen, wenn ihr, oh, ich wollte gerade sagen, scheiße. Könnte Zeit sparen, wenn ihr im PvP seid. Dann müsst ihr einfach mal Enter drücken, hochdrücken und dann steht dann da, was weiß ich, West 8 oder so. Je nachdem, wie viele halt dann da sind.
Theon? Endlich drin. Gute Arbeit. Und jetzt schauen wir mal, wo Margok all seine Geheimnisse versteckt. Ihr elendes, nichtsnutziges Piratenpack. Lustig. Genau das wollte ich auch sagen. Nur zu, macht euch darüber lustig. Euch wird das Gelächter gleich im Halse stecken bleiben. Meine Vorfahren haben die Räuberbucht gegründet. Das ist meine Insel. Ich werde sie niemals aufgeben. Also kommt her und tut, was ihr wollt. Lebendig werdet ihr diesen Ort nicht mehr verlassen. Sie haben Hacker da drin, die sich rund um die Uhr um die Netzwerksicherheit kümmern. Ich kann erst etwas machen, wenn sie offline sind. Ich kümmere mich darum. Da habe ich keinen Zweifel. Der Hut, ja. So. Ich baue das jetzt hier noch um und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn wir reingehen. Denn ich glaube, denn es ist... Ist es schon Zeit? Nee, noch nicht, ne? Ich weiß es leider nicht. Ich habe das letzte Mal bei Minute 28 geguckt. Nee, wie komm, ich mache noch ein bisschen, wenn es überlänger wird, dann ist es auch Dauer. Egal. Was war das jetzt? Ein Hütchen, ne? Dann muss ich, mein Gefährt kriegt dann hier was auf den Helm, auf den Deckel. Zack, und ich müsste mal meinen Druiden da rausholen. Ich bin nämlich Zauberer. Ich kann alle möglichen Sachen aus meiner Hose rauszaubern. Druiden, dicke Hutten und so weiter. Das ist meine Zauberhose. Das mache ich alles mit meinem kleinen weißen Zauberstab. So. muss ich selbst lachen auf einmal. Junge, 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 wenn das jemand hört. Gut, dass ich hier alleine bin. Wir gehen rein. Ich starte meine Raketen. Hey, wenn ihr jetzt Zugang zu dem Ort habt, versucht auch eine Verbindung für mich zu öffnen, damit ich mich reinhacken kann. Ja, ja. Ich hacke. So. Aber ich mache als erstes hier kaputt. Es leuchtet so schon blau. Ah, da sind welche. Hallo. So. Ich habe mich sogar ein bisschen mit dem Tanken. Theory Crafting nennt sich das, glaube ich. Wenn man so theoretische Sachen berechnet und guckt und was mache ich denn jetzt als nächstes? Was nehme ich? Alter, jetzt hör doch mal auf, hier jetzt rumzuschießen. Was ist denn hier so denn hier im Western? Was ist das? Also der Schießnachricht bin ich. Noch irgendwelche Fragen? Nein, danke, tschüss. So, nee, da war so ein Guide im Internet, den ich mir mal angelesen habe. Muss ich mich nochmal genauer durchlesen. Der war nicht sehr lang leider. Und ich musste noch nie mal scrollen über die Leiste. War leider nicht sehr lang, aber es wurde mehr über die... Die haben gar nicht geschossen, ne? Das ist eine ganz gute Sache. Ihr macht den größten Fehler eures Lebens. Ich habe Verbindungen. Ja, ich auch. Und ihr glaubt gar nicht, welche. Und was für welche. Wenn ich hier erstmal Darth Maar hinschicke, ne? Oh, da hinten leuchtet es blau. Dann ist hier aber Holland in Not. So, der versucht uns wieder abzulenken, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Genau. Gibt es wieder Spanferkel im eigenen Saft. Das ist keine Vegetarierfolge heute, oder die letzte auch nicht. Aber macht nichts. So. Waren wir da schon drin? Ja. Waren wir, aber wir haben die Vorräte noch nicht zerstört. Hallo, Maus? Danke. Ich weiß, die Maus seltsam. Aber der Flammenwerfer, der macht echt viel Schaden, muss ich echt sagen. Wenn ich im PvP bin, der macht durchaus ganz schön was her für einen Tank-Fähigkeit.
Und vor allem hört die sich immer so cool an. So richtig schön, viel Feuerstoff, eben wie der Name schon sagt. So richtig geil hört er sich an, muss ich sagen. Ich hätte nur eine schönere, nur eine schöne Variante für den Flammenstoß. Ähnlich, so in ähnlicher Animation, so wie der Feuerstoff. Eben nicht so lange, aber in der Güteklasse, ne? Dass es nicht so ist, sondern das, die Farbe, so sag ich mal so, die Farbe von dem Feuerstoff könnte so ein bisschen abgefärbt werden oder übertragen werden auf Flammenstoß. Ach, der ist nicht stunbar. Also für die erste Zeit nicht, ne? Jetzt müsste er stunbar sein. Ne, da habe ich mich mit dem Tanksein ein bisschen beschäftigt. Und, ja. Mal gucken, ob sich hier ein paar Leute für die OP finden, aber ich glaube schon, das hatten sich immer mal wieder welche gesagt. Hier, ich komme mit und ich komme damit. Ich habe ja mit Alles einen. Alter. Er ist so ein Ninja. Ich glaube immer, so ein Ninja, dass er hier so seine Blendgranaten wirft oder was. Oder er spielt so viel Counter-Strike oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, die ziehen wir wieder weg, dann kämpfen die Viecher da nicht gegen uns. Oh doch. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter wegziehen müssen. Aber interessant, dass das geht. So. Versuch doch, mich zu finden. Na los! Ja, wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn ich das höre, dann hätte ich jetzt genau einen Euro. Nee, stimmt nicht. Wie viel habe ich jetzt hier schon durchgebracht? Dann liegt jetzt 5 oder 6 Euro. Oder noch mehr. So, das ist ein reines Flammenmeer hier. So, die Tante kann ich wieder wegziehen. Jetzt müssen sie aber nicht schießen. Doch, wieso haben die beim ersten Mal nicht geschossen? Interessant. Die Sicherheitsmaßnahmen sind deaktiviert. Das Netzwerk leider auch. Margot muss es manuell abgeschaltet haben. Das macht nichts, dann schalte ich es wieder an. Ich bin der große Anschalter. Deep Throat. Nee, nicht Deep Throat. Was ist, Mann? Was ist das für eine Folge heute? Nein, Deep Sword wollte ich sagen, nicht Deep Sword. Was ist denn da los? Was ist denn heute los? Das ist die Uhrzeit, ne? Ich glaube, das ist die Uhrzeit. Das ist schon 22 Uhr, dann kann man schon mal sowas sagen. Deep Sword, Mann, von Per Anhalter der durch die Galaxis. Junge, Junge, Junge. Meinte ich. Der große Drucker, hätte ich jetzt fast gesagt. Der große Computer, der da das Leben und das Universum, so den ganzen Rest da, die Antwort darauf berechnet hat. Ist übrigens 42. Das ist mein Schiff. Glaubt ihr, dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt? Ja, glaube ich. Wohin wäre ich denn geliebt wird? Kommst gar nicht zum Schießen, Kollege. So, jetzt sind die anderen dran. Du da. Was sind das alles? Das für Typen, ey. Muss man schief angucken. Damit hätten wir es erledigt. Jawoll! Eureka! Oder oh ja! Um es auf Mandalorian zu sagen. Könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Ich bin drin. Habe vollen Zugriff. Das ist die Art von Vorteil, den wir alleine nicht hätten aufbauen können. Diesen Vorteil dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben.
Wenn die Revanita mit Nova Blade fertig sind, wie es Revan angedeutet hat, gehen sie sicher zum nächsten Schritt ihres Plans über. Hoffentlich können uns die Nova Blade-Dateien Informationen dazu liefern, was Revan mit diesen Hyperraumrouten angestellt hat. Das würde mich auch interessieren. Ich habe langsam das Gefühl, dass es normal geworden ist, blind zu fliegen. Während sich Theron die Daten besorgt, solltet ihr euch auf den Weg zurück zur Räuberbucht machen. Bis dahin hat er hoffentlich etwas gefunden.